Hallo und herzlich willkommen hier bei Lilles Summen Pelle. Ich zeige euch heute, wie ihr unser Basic Top nähen könnt. Unser Basic Top ist ein ganz einfacher Schnitt für einen Top, was ihr mit verschiedenen Halsausschnitten nähen könnt. Mit einem tiefen Rundhals, mit einem höheren Rundhals oder auch mit einem V-Ausschnitt. Und am Rückenteil habt ihr ebenfalls die Möglichkeit, einen Rundhalsausschnitt zu nähen oder auch einen V-Ausschnitt als kleine raffinierte Variante. Ansonsten habt ihr hier wirklich ganz einfache Träger, die so breit sind, dass der BH-Träger drunter verdeckt ist, und einen ganz klassischen Armausschnitt, den ihr sowohl am Hals als auch eben am Armausschnitt mit Bündchen näht. Ich zeige euch jetzt als erstes mal ein paar Designbeispiele. Als Stoffe eignen sich dehnbare Stoffe, hier ganz besonders Jersey. Wenn ihr so ein bisschen lockeren, fließenderen Fall haben möchtet, könnt ihr aber auch ein Viskose-Jersey nehmen oder einen ganz leichten Sommersweat, dann ist es ein bisschen fester. Die Schnittteile werden mit einer Nahtzugabe von 0,75 bis 1 cm zugeschnitten. Am Saum des Tops gebt ihr bitte 2 cm Saumzugabe hinzu. Wenn ihr den abgerundeten Saum nähen möchtet, dann würde ich aber tatsächlich nur 1 cm hinzugeben. Das steht aber auch bei uns in der Broschüre, in der Nähanleitung. Um die richtige Größe zu ermitteln, nehmt ihr bitte eure Brustweite und vergleicht sie mit den Maßen in der Fertigmaßtabelle im Schnittmuster. Auf unserer Website haben wir auch noch eine Körpermaßtabelle, wenn ihr lieber mit den Körpermaßen arbeitet. Das Top ist leger geschnitten, das heißt, ihr habt hier am Bauch tatsächlich relativ viel Luft. Das ist locker fallend, sodass ihr hier wirklich kein ganz eng anliegendes Top habt. Genäht wird mit einem dehnbaren Stich oder mit der Overlockmaschine. Beim Zuschneiden ist es vor allem wichtig, dass ihr die jeweiligen Schnittkanten beachtet. Wie gesagt, wir haben verschiedene Rundhalsausschnitte, sowohl am Vorderteil als auch am Rückenteil. Und wir haben die verschiedenen V-Ausschnittvarianten. Außerdem haben wir den gerundeten Saum und den geraden Saum. Wir haben in unserem YouTube-Kanal bereits verschiedene Tutorials, wie ihr den V-Ausschnitt näht oder auch den abgerundeten Saum. Ich verlinke euch hier unten jeweils die anderen Videos, dass ihr genau seht, wie welche Variante genäht wird. Denn ich nähe hier heute einmal den tiefen Rundhalsausschnitt mit dem geraden Saum. Und dann können wir auch loslegen mit dem Zuschneiden. Ich habe hier einmal das Vorderteil im Bruch zugeschnitten. Hier ist, wie gesagt, die Schnittkante für den tiefen Rundhalsausschnitt. Ich habe hier unten außerdem die Schnittkante für den geraden Saum. Genauso habe ich beim Rückenteil das auch einmal im Bruch zugeschnitten. Hier den Rundhals gewählt und auch unten den geraden Saum. Ihr müsst darauf achten, dass in den größeren Größen Brustabnäher vorhanden sind. Die sind hier aber in den kleineren Größen nicht. Wenn ihr nicht wisst, wie ein Brustabnäher genäht wird, würde ich euch das hier unten auch nochmal verlinken. Dazu schneidet ihr jeweils die passenden Halsstreifen zu. Denn, wie gesagt, ihr habt ja verschiedene Varianten. Rundhals, V-Ausschnitt, kurz, klein, hoch, tief. Also da gibt es ja ganz viele verschiedene Varianten. Dementsprechend haben wir auch verschiedene Halsstreifenbündchen. Die Halsstreifenbündchen werden immer pauschal berechnet. Es kann aber sein, dass ihr unterschiedliche Materialien habt. Jersey kann unterschiedlich dehnbar sein. Dieser hier ist gut elastisch. Es gibt welche, die sind weniger elastisch. Es gibt andere, die sind noch stärker elastisch. Ich mache es daher immer so, dass ich, wenn ich den Rundhals nähe und auch für den Armausschnitt, mir einfach einen Streifen zuschneide, der etwas länger ist als vorgegeben, und dann nach Gefühl das annähe. Das ist so ein bisschen ein Erfahrungswert, aber dann kommt ihr anschließend nicht in Schwierigkeiten, dass euer Bündchen zu kurz ist. Also das kann ich mal als kleinen Tipp geben, wenn ihr das gerne möchtet, dass ihr einfach einen längeren Streifen zuschneidet und den dann beim Nähen dehnt. Aber wie gesagt, wir haben natürlich auch die exakt passenden Streifen für den jeweiligen Ausschnitt da. Denkt dran, wenn ihr in den größeren Größen näht, dass ihr nun zunächst einmal die Brustabnäher näht. Die wären dafür da, dass es eben eine bessere Passform in den größeren Größen hat. Ich nähe hier 38 und daher sind da keine vorgesehen. Deswegen kann ich nun direkt die Schultern schließen. Und dazu habe ich mein Vorderteil rechts auf rechts. Also dieses hier ist sozusagen die schöne Seite. Dieses hier ist die Rückseite. Rechts auf rechts gelegt und lege hier oben bündig die Schulterpartie zusammen und nähe nun eine
zusammen. Die lasse ich noch offen. Ich nähe im Moment erstmal nur eine. Ich zeige euch nun die Variante, wie ich es persönlich immer am leichtesten finde. Es gibt aber, wie das so häufig so ist, verschiedene Varianten, Bündchen anzunähen. Ihr könnt euch dazu auch gerne nochmal unser Bündchen-Tutorial anschauen, was wir hier auf dem YouTube-Kanal haben. Da sind auch noch verschiedene andere Varianten, wie es zum Beispiel wäre, wenn man zuerst beide Schulternähte schließt und anschließend das Bündchen annäht. Ich mache es jetzt aber so, wie gesagt, dass ich zunächst eine Schulternaht geschlossen habe und nun das Bündchen annähe. Also ich habe jetzt hier meinen Halsausschnitt und meinen Bündchenstreifen und den lege ich hier einmal längs mittig links auf links, also so, dass ihr eben die schöne Seite außen habt. Und nun kann ich das entweder, also so mit der offenen Kante hier bündig entlang entweder feststecken, dass ich das so ganz leicht gedehnt feststecke, nicht zu stark, dann zieht es euch zu sehr ein. Macht das nur so ein bisschen. Das ist das, was ich meine damit. Man entwickelt mit der Zeit ein Gefühl dafür, wie stark ein Stoff gedehnt werden muss. Also wie gesagt, wenn ihr das jetzt hier zu stark dehnt und dann feststeckt, dann zieht euch der Stoff zusammen. Wenn ihr das gar nicht dehnt, dann ist es hier zu labberig. Also das heißt, so ein bisschen gedehnt muss es sein. Was ich immer mache, anstatt das nun im Vorwege festzustecken, ich nehme das mit zu der Overlock-Maschine oder je nachdem, womit ihr das näht. Ihr könnt das natürlich auch mit der Nähmaschine nähen und dehne das beim Festnähen und ziehe dann so ganz leicht da dran. Das zeige ich euch jetzt einmal. So, ich habe hier nun mein Vorderteil, was hier flach auf der Nähmaschine liegt und hier ist mein Bündchen. Das habe ich hier jetzt so zusammengeklappt und nun ziehe ich hier dran ganz leicht, während mein Vorderteil hier eben flach weiterliegt. So, und dann kann ich einfach losnähen. Und so nähe ich nun rundherum das Bündchen an. Immer Stück für Stück und dehne dann wieder ein kleines bisschen. Das Bündchen habe ich nun einmal am Halsausschnitt angenäht. Wenn ihr möchtet, könnt ihr nun das hier rundherum nochmal absteppen. Dafür solltet ihr aber einen dehnbaren Stich nehmen. Wenn ihr hier diesen großen Ausschnitt habt, könntet ihr auch mit dem Geradstich der Nähmaschine das festnähen, da hier ja der Kopf locker durchpasst. So, nun muss ich jetzt noch die zweite Schulternaht schließen. Dazu lege ich hier meinen Top nochmal rechts auf rechts. Hier oben die Schulternaht bündig. Und dann nähe ich das Ganze hier zusammen. Und wenn ich das mit der Overlock-Maschine nähe, dann habe ich ja hier die Overlock-Raupe überstehen. Und die nehme ich dann einfach in eine Nadel und ziehe die dann hier rein. Das zeige ich euch gleich einmal. Der Halsausschnitt ist nun soweit geschlossen. Und ich zeige euch das jetzt nochmal, wie ich das mit der Overlock-Raupe meinte. Also hier habt ihr das nun zusammengenäht. Und hier habt ihr nun die überstehen. Und jetzt habe ich die einfach hier in so eine dickere Stopfnadel gefädelt. Und ziehe nun, die Raupe hier einfach in die Naht rein, zack, und ziehe das so ein bisschen fest und verknote das Ende. Nehme nochmal die Nadel und ziehe dann hier den Knoten richtig schön fest darüber. So, und dann schneide ich hier gleich noch das Ende ab. So, und auf die gleiche Art und Weise kann ich nun hier diese Armausschnitte noch festnähen. Auch da nehme ich wieder meinen Bündchenstreifen doppelt und nähe das hier wieder leicht gedehnt an, so wie ich das eben gerade schon am Halsausschnitt gemacht habe. Nun müssen wir noch die Seitennähte schließen. Dazu legt ihr jetzt euer Top nochmal rechts auf rechts, also Vorderteil auf Rückenteil, rechts auf rechts und achtet darauf, dass eure Armausschnitte und die Bündchen an den Armausschnitten wirklich passgenau aufeinander liegen. So, und dann könnt ihr von hier bis runter zum Saum die Seiten schließen. Das macht ihr natürlich auf beiden Seiten. Wenn ihr die Seitennähte geschlossen habt, könnt ihr nun unten euer Top noch säumen. Dazu bügelt ihr das entsprechend eurer Saumzugabe 2 cm um. Hier bei diesem geraden Saum, bei dem gebogenen, hatte ich ja gesagt, haben wir ein bisschen weniger Saumzugabe. Und dann steppt ihr das einfach einmal rundherum mit einem dehnbaren Stich ab. Und schon ist euer Top fertig.
Wie ihr seht, ist das Basic Top wirklich ein schnell zu nähender Schnitt. Ganz einfach. Ihr habt trotzdem die verschiedenen Varianten mit den unterschiedlichen Halsausschnitten und dem unterschiedlichen Saum. Da verlinke ich euch hier unten in der Beschreibung des Videos nochmal die verschiedenen Varianten, wie ihr das jeweils näht, sodass ihr auch dafür Videoanleitungen habt. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr auch so ein Top näht oder gleich einen ganzen Schrank voll. Davon kann man schließlich nie genug haben. Und hinterlasst gerne einen Kommentar oder ein Like, dann sehen wir uns schon ganz bald wieder und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.